Hallöchen und willkommen zur Folge 55 von Transport Fever mit Anna. Moin. Diese Woche auch wieder. Beim letzten Mal leider ein bisschen wenig Zeit gehabt, aber jetzt sind wir wieder da. So, wir haben uns natürlich ein paar Gedanken gemacht und wir haben festgestellt, oder ich habe keine Möglichkeit gefunden, das zu trennen, außer die Holzlinie, weil sie nicht mit dem Bahnhof hier oben ankommen zu lassen, sodass sie das hier nicht berührt. Und das werde ich jetzt auch machen. Damit werde ich wahrscheinlich anfangen. Werde ich anfangen? Ja, wir Sehr fangen gut. damit an. Damit fangen wir an. Das heißt, ich mache das weg, ziehe hier die Straße ein bisschen. Wobei, wenn ich hier so eine Straße ziehe, dann müsste der gar nicht verbunden sein, weil der dann nur, weil die Straßen jeweils nicht verbunden sind. Das müsste sogar gehen, glaube ich, weil das nicht hier drüber verbunden werden kann. So, wir ziehen einen neuen Bahnhof. Das heißt, hier können wir sogar einen Kopfbahnhof nehmen. Nee, nicht B drücken, ich drücke mal B. Mit vielleicht gleich im zweiten Straßenanschluss, wobei ich kann auch einfach, wenn ich es so mache, dann bist du nur damit verbunden. Ne? Oh, das ist nur damit verbunden, ne? Ja. So. Du hast hier Ein ein Tunnel. Loch, was wir gleich vielleicht ein bisschen besser machen. So, das heißt, jetzt gehen wir mal hier mit einer Schiene raus. Ich gucke einmal kurz im OBS. Sieht alles, funktioniert alles. Keine Probleme. So. Und mit dem Bahnhof habe ich jetzt hier einen kurzen Bahnhof und nicht mit hoch. Ja, da geht schon los. Eine Woche nicht kein Video gebracht und schon alles vergessen, was man machen muss. Ja, eingleisig 160. Ja, genau. Hat er ja schon gut angefangen hier. So. Willst du dich da verbinden oder willst du dich da nicht verbinden? Mann. Ja, dann mache ich den halt hier oben und muss gleich wieder eine Straße dahin zimmern. Ist ja gut. Ja. So. So, und dann gehen wir mal hier mit. Jetzt können wir auch mit einer richtigen Schiene rausgehen. Dann mal hier so. Aber am besten da direkt hin, ne? Ja. Das heißt, wir bauen eine Brücke ab. Wenn der Zug, wo ist der Zug? Wo ist der Zug? Der Zug ist gerade hier hinten. Das ist doch perfekt, oder? Zug hin? Ja, der Zug ist da hinten. So, das heißt, wir bauen die Brücke einmal bis, weiß ich nicht, irgendwo hier ab. Geht's wieder los mit, am besten keine Bäume abbauen und so, ne? Ich weiß, du hast Probleme, irgendwas zu finden. Aber das soll erstmal reichen. Den Rest können wir gleich machen, wenn, ich kann nicht reden. Wenn das wieder läuft. So. Hier dran, dann gehen wir durch Tunnel into eine schöne Talbrücke. Mit einem zweiten Gleis daneben. Bis hier so. Dass jetzt hier die gleiche Brücke gebaut wird. Danke. Okay. Ich hab schon wieder. Das ist ja gleich wieder, dass ich dann wieder eine halbe Stunde irgendwas abbauen muss. So, hier gehen wir in den Tunnel, dann kannst du den Tunneleingang nicht kaputt machen. Wenn er mich lassen würde. So. Verbinden. Ein Signal auf diese Seite. Und dann müssen wir nur sagen, dass die Linie Bretter Zahnräder, Linie verwalten. Jetzt nicht mehr bei, dass du nach also Nord dahin fährst und dafür also Nord weglässt. Das ist jetzt Anbau. Und dann sollte alles eigentlich schon wieder funktionieren. Das heißt, wir können wieder weiterlaufen lassen eigentlich. So, und deshalb bauen wir jetzt noch eben das hier ab. Ich lasse weiterlaufen, dass wir schon mal, dass die Frequenzen sich ein bisschen aufbauen, dass wir gleich schon mal Raten. ohne Probleme, die Raten meine ich, ja, Frequenzen und Raten. Ich glaube, die Frequenz errechnet sich ja aus der Rate irgendwie so oder Ah, andersrum. okay. So, das heißt, hier haben wir jetzt ein Gleis, was ein bisschen unnötig ist, aber. Wurde früher mal benutzt und ist unnötig geworden. Genau, dann ist das halt so. So, jetzt sind die nicht mehr verbunden, jetzt sollte der Verteiler hoffentlich keine Bretter mehr mitnehmen. Also. Aber ist oben jetzt verbunden, der Bahnhof mit dem? Ach nee, noch Dann nicht. fährt er nämlich jetzt gleich umsonst. Mein Fehler. So.
Das heißt, wir machen hier eine Straße, die verbunden ist. Nein, die nicht verbunden ist. Kannst du hier eine Straße machen, die verbunden ist? Da bist du verbunden. Wie eine Art Kreisverkehr. Sehr schöner Kreisverkehr. Oh. Der ist verbunden. Als Weg. Oh mein Gott. Die kommen da rum. So, jetzt läuft es wieder. Ich hoffe, du hast jetzt noch nicht deine ganzen... Ah ne, du kommst jetzt an, sehr gut. Ja, du hast trotzdem alle Bretter weggeschmissen, die du hattest, ne? Naja, toll. Egal, jetzt geht's wieder los. Du hast hier Sachen. Und hier auch. So, jetzt fangen wir am besten mit vollem Stahl an. Das heißt, für vollen Stahl brauchen wir zwei 800er Züge, die hier hinfahren. Die Frequenz sollte sich ja mittlerweile angepasst haben hier. Das heißt, die beiden Linien müssen jeweils 800 machen. Da sind zwei Züge drauf, da ist einer drauf. War Eisen soweit viel weiter weg? Ah, Eisen war ja wirklich viel weiter weg. Und Kohle ist hier und da. Ja, okay. Das heißt, am besten beide mit einer 800er Rate. Ja. Kohle hat ein bisschen zu viel, Eisenzahnräder ein bisschen zu wenig. Ja. Das heißt, hier würde ich sagen, bei beiden einen mehr dran, hier würde ich sagen, zwei weg. Ja, probieren wir es. Probieren wir mal. So, ersetzen du und jetzt nicht mehr 8, sondern nur noch 7. Sind ja quasi zwei weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir eine Rate von... Zu wenig? Da müssen mehr dran. Ah, da müssen mehr dran. Oh, mein Fehler. Ups. Ich soll Pause machen. Ich mache hier schon wieder alles kaputt. Das heißt, da waren 8 dran, da wollte ich 9 dran machen, ne? Ja. 8, 9. So, jetzt aber. So, 800. Und hier wollte ich einen weniger machen oder zwei weniger. 2 wollte ich, glaube ich, also 14. 14, dann machen wir hier 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Setzen wir 500.000 nur. Das sieht sehr gut aus. So. Und dann Stahl brauchen wir, glaube ich. Auch 4. 4, bevor du was einpackst. Ne, das bist du und das bist du, ne? Ja. Okay. Das heißt, Stahl brauchen wir nur die Hälfte, glaube ich, ne? 2. 2, das heißt 400 hier, 800 wird zu 400 und das heißt, wir brauchen 400. Das heißt, du kriegst erstmal ein weniger oder zwei weniger, was würdest du sagen? Vielleicht ein. Weil die anderen sind ja auch ein Tick über 800, dass es auch ein Tick über 400 ist und staut sich das. Geht nicht. Die können maximal nur 800 mitnehmen, weil die, Stadt, so. die Dinger machen ja nur 800. Ja, aber dann können auch maximal 400. Ich guck doch einfach, wie viel das dann ist, wenn du erstmal ein weniger nimmst. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sonst wird es wieder zu knapp. Ich lasse es einfach so. So, weil ein Wagen schadet ja erstmal nicht. Wir können ja dann nachher nochmal gucken, ob der überhaupt benutzt wird oder nicht. So, das heißt, es kommt theoretisch mit 400 Sachen hier was an. Du brauchst dann genauso viel Holz. Das heißt, du brauchst 400 Holz. Das heißt, du brauchst 800 auch hiervon. Mhm. Das heißt, wir gucken uns diese Linien an und sehen, dass... Der 900 hat. Der 900 hat, das heißt ein bisschen zu viel. Da würde ich, glaube ich, 2 runternehmen. Brauchen 800, ne? Mhm. Ja, wir können es versuchen. Also elektrisch, zack. Das heißt, hier nehmen wir auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann hast du nach Autosave zu wenig. Ja, okay, dann machen wir doch. Also sollten wir jetzt aber trotzdem nur die Kosten von... Das heißt, wie viel habe ich jetzt gerade? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 0. Einen mehr, wir bezahlen nur den einen Wagen. Nochmal, um zu zeigen, ich mir selber manchmal nicht sicher bin, ob wir damit Geld wegschmeißen. Aber nein, das tun wir nicht. So, das heißt, jetzt brauchst du hier auch viel, viel weniger eigentlich. Du brauchst nur 400.
Da kannst du auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen. Also nur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann. Ja, ja, das sieht gut aus. So, und dann hier. Du kommst ja da an. Ich meine, vielleicht ändert sich die Begrenzung, weil der nicht hier hinfährt, sondern da hinfährt. Oder haben wir jetzt ein bisschen Puffer? So, und von hier ist ja nur Verteilerlinie und Dings. Das ist ja egal. So. Angepasst. Schön. So. Das heißt, das sollte jetzt hoffentlich besser laufen. Du solltest jetzt hier hoffentlich auch was vernünftig fahren. Das sollte alles funktionieren. So. Jetzt sind wir weiter. Wir gehen einmal zum Rohölzug. Zum Rohölzug? Ja, zu... Ja, das sieht so aus. Ja, ich nenne den immer Rohölzug. So, hier haben wir nämlich auch ein Problem. Denn Stationen machen maximal 800 als Jahresdurchsatz. Unsere Rohöl-Öllinie macht 1020. Ich kann nicht lesen und reden. Mann, das heißt, das passt, machen wir auch ein bisschen runter. Ja. Entweder 3 Züge. Du wolltest 2 pro Zug weglassen erstmal. 2 pro Zug wolltest du sogar weglassen? Ja. Ein bisschen viel vielleicht. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mal gucken, wie es sich verändert. Sieht gut aus, glaube ich. Wenn noch einen wären, würden wieder 2 wegfallen. Mhm. So, das heißt, das sieht besser aus. Dann, wenn hier 800 ankommen, bräuchte der Ruhe-Benzinzug 400. Der hat auch viel zu viel und macht deswegen, glaube ich, auch nicht so viel Plus. Können wir jetzt überlegen, 2 Züge, aber der eine ist, glaube ich, ist die Frage, wie schnell die Station das hier verarbeitet. Aber ob 2 Züge mit wenig ankommen oder einer mit viel, die Station braucht ja auch ein bisschen. Mhm. Sind jetzt noch 100 im Lager. Na, wir lassen erstmal ein. Notfall müssen wir noch Benzin von irgendwo anders her, weil ich überlege gerade, wie macht 400? Wie viel brauchst du hier? Du brauchst auch 400, also sollte das eigentlich perfekt aufgehen. Das heißt, wir passen Öl-Benzin, ändern wir zu elektrisch mit, wie viel haben wir gerade auf 10? Das heißt, wir machen mal 8. Ja. Okay, ich jetzt 7 oder 1, ja, okay, 2, 3, jetzt ist 4, noch weniger. 7. Ja. 7 passt. Sehr gut, dann machen wir erstmal weiterlaufen. Haben auch das abgehakt. So, wo sind wir als nächstes, Anna? Bei den Verteilerlinien. Alles hier nach Raten. Nachdem ich herausgefunden habe, Raten sind gut, machen wir nur noch Raten. So, nach den Verteilerlinien. Da wollen wir da anfangen, Verteiler 1 am besten. Ja. Sag ich und gehe zur S-Bahn. Und das Verteiler 2. Ja, sehr gut. Ich kenne meine Bahn ja anscheinend. Gut, so. Verteiler 1. Echt? Lass... Wenn Verteiler 1 da oben fährt, ich glaube, dann bräuchten wir doch eigentlich eher Verteiler 2. Du wolltest ja Treibstoff wegnehmen. Hast mir aber gesagt, Verteiler 1. Ah ja, ja gut. Wir fangen mit Verteiler 2 an, wo Treibstoff weg soll. Wir fangen mit dem Zug an, wo Treibstoff weg soll. Also Verteiler 2, der nach unten fährt. So. Da haben wir Verteiler 2. Da haben wir gerade... Fahrzeug mal anzeigen, bitte. Da haben wir gerade 744. Wir hatten gesagt, weil ja theoretisch der Verteilerzug hier aktuell noch, überlegt, gucken wir gleich mal, mit 80 hier ankommt. Und dann gibt es ja hier 3 Möglichkeiten. Entweder das bleibt drin, geht zum Flughafen, geht auf Verteiler 6 oder auf Verteiler 2. Und dann brauchen wir ja nicht auf Verteiler 2 auch 80 Plätze, weil der wird ja niemals alles hier rüber tun. Und wir werden ja versuchen, die Raten oder so am Ende auch gleich zu kriegen bei den Verteilerzügen. Das heißt, wir hatten hier überlegt, da dann natürlich trotzdem noch Eschenbergen, Wapelfeld und, na gut, Wapelfeld brauchen nichts, aber hier dann Verteiler 4 Hilden, also 2 Städte anschließt. Oh, 2 können wir eigentlich fast 2 weglassen. Aber der hat einen halt nie benutzt und dann hat er aber schon mal benutzt. Genau. Ja, vielleicht mit dem Schiff hier. Na, ist egal. Wir machen erstmal einen weg und gucken, wie sich das auswirkt. Also, wir machen hier auch nur einen weg, wir machen nichts Neues dran. Einfach ein bisschen Kosten reduzieren. Ja, das war es auch eigentlich schon. Also, Verteilerzüge hatten wir mal die Euro-Dual. Dann da hatten wir...
Argo 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, und jetzt haben wir 314 Meter. Ist das länger? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ja, die Bahnhöfe sind 320 Meter, ja, ne? Siehst 320. Du, dann hat der jetzt auch keine Ladegeschwindigkeit, die langsamer ist mehr. Wir tauschen aus. Alle haben einen sehr guten Zustand. Ich habe gar nicht mehr geguckt, was, ob hier irgendwas Zustand. Ah, nur schlecht, noch nicht sehr schlecht. Alles ja, gut. Ja, weil wir so viel verändert haben. Läuft. So, Anverteiler 2, also was wir aufgeschrieben haben, 2 eigentlich. Verteiler 1 wollten wir, glaube ich, erstmal nichts machen, oder? Nee, da wollten wir nichts machen. So, dann Verteiler 6, da bin ich gerade, deswegen. Ja. Da wollten wir auch was weglassen. Da wollten wir 2 Treibstoff weniger und dafür einen Wagen für die Zahnräder. Genau, weil hier ja jetzt ganz viele Zahnräder kommen. Und ich glaube, dann kaufe ich auch direkt einen zweiten Zug. Würde ich sagen. Weil auf der ganzen Strecke hier ein Zug, wenn das als Hauptprodukt zählt. Ja. Ja, weil guck mal, die laufen ja, ja schon an. Ja. Also. Wo haben wir denn? Was ist der, der da drüber geht? Ich bin hier schon verwirrt mit. Ich glaube, der müsste in Darmka gerade stehen irgendwo. Oder auch nicht. Ich verfolge die Zuglinie. Da stehst du nicht drin, da bist du auch nicht. Hier bist du. Was hier unterm Berg versteckt. Ich bin mal von beiden 2 weglassen, oder? Fast. Mhm. Warte, Steine braucht auch nur eine Stadt. Aber da haben wir schon was weggelassen, ne? Die kann schon noch 40. Ne, warte. Steine kann 40. Ne, der kann noch 80, der kann beides noch voll. Dann lass uns mal direkt überlegen. Steine brauchen wir nur an einer Stelle und Rohöl brauchen wir nur. Also und Benzin brauchen wir nur an einer Stelle. Das heißt. Ich glaube, Benzin würdest du 2 wegnehmen. Ja, und dann würde ich gleichzeitig auch das davon 2 wegnehmen. Weil welche nur das. Fragen sind denn das? Die, also die nur für, Steine. Die können nur Steine. Ja, okay. Okay. Das heißt, nochmal Planänderung, wir gehen zu Verteiler 6 und sagen hier, wir ersetzen dich mit einer Euro-Dual mit erstmal 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich ändere es gleich, dann 2 hiervon und 2 hiervon und jetzt füllen wir den Rest auf damit und schieben die gleich nach vorne, so 1, 2, 3, 28 oder... Nochmal 2, sonst. Wenn du 2 Züge machen willst, sollte das ja reichen. Stimmt. Fuck, dann kommst du weiter nach vorne. Ja, stimmt, bei 2 Zügen, dann haben wir trotzdem hier hinten noch viel. Dann ist ja quasi hinten nichts weniger geworden, nur hierfür noch mehr. Ersetzen. Und das heißt, jetzt sage ich dich: Fahrzeuge klonen. Klonen. Du kommst hier oben aus dem Depot raus. Das heißt. Lass kurz weiterlaufen, dass ich den einen eben gleich anhalten kann. Ich hoffe, der blockiert jetzt hier keinen. Warte auf freie Wege. Sehr gut, du wartest. Und der sollte jetzt fahren dürfen, weil der durch ist. Und er packt, sucht sich genau den Weg, wo hier keiner drin steht. Mal ein Vorbild nehmen hier. Alle mal ein Vorbild an Verteiler 6 nehmen, bitte. Am Zug Nummer 55 in unserer Welt. Passend zur Folge? Passend zur Folge 55, Zug Nummer 55. So. Das heißt, du bist angehalten. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo dein Kollege ist. Du bist schon auf dem Weg nach Darmka. Das Stück warten wir kurz. Das ist gar kein Problem. Dann machen wir gleich noch die anderen 2 Verteilerzüge. Und dann sind wir tatsächlich schon wieder bei 20 Minuten. Es kann auch noch ein Verteilerzug. Oh, stimmt. Den einen Verteilerzug wollte ich noch lassen. Ich erzähle euch sofort auch, warum ich den noch lassen wollte. Wenn du jetzt dich unwissend losfährst, fährst du auch los. Sehr schön. So, weil wir haben noch die Ringlinie, die wir gleich nochmal anpassen, glaube ich. Denn den passen wir nicht an. Fassen wir den hier unten an? Nein, du wolltest den Vierer anpassen. Stimmt, ich wollte... Den mit dem Brot. Stimmt, den mit dem Brot anpassen. Genau, weil den hier wollte ich nicht anpassen, weil hier unten, der läuft natürlich noch nicht so gut. Mittlerweile passt plus Verteiler 3, passt plus, weil hier als Hauptsache Zahnräder benötigt werden bei beiden Städten und deswegen... Wollte ich erst warten, bis die Zahnradproduktion läuft. Die Ringlinie, der Zug kommt jetzt gerade, nimmt, glaube ich, immer noch alles hiervon mit. Obwohl die Flugzeuge immer voll ankommen, vielleicht noch mehr Flugzeuge. Ja, ist
alles drin und so. Ja, mal schauen. So. Das heißt, es bleibt nur noch Verteiler 4, unser Brotverteilerzug, was mittlerweile ja supi läuft. Hier wollte ich aber auch einmal auf die Frequenzen gucken von den Zügen. Die nämlich bei Weizenbrot viel zu hoch ist, die können wir auch eben anpassen, wo ich das gerade spontan sehe. So einfach ein bisschen. Auch auf 800 quasi. Das heißt, hier haben wir die, unsere Doppeltraktion von den beiden hier. Mit Cargo, mit dir. Wir haben gerade 1000 irgendwas. Das heißt, ich mach mal 13 Wagen. Ja, also ich muss aufhören. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Haben wir eine Rate von immer noch 1000. Weil die Strecke so kurz ist, hätte ich mir denken. Dann wären es anscheinend 11. Dann wären es anscheinend erstmal 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11? Ja. 11 hat eine ungefähr 800er Rate, weil ich glaube, die hier haben nämlich 200, 400, 600, 800. Ja. Das heißt, die Bus, die Dinger hier sollten ungefähr eine Rate von 200 nur haben. Das heißt, hier reicht fast einer, oder was? Ja, anscheinend. Kann es sein, dass da einer reicht? Ja. Ja. Das heißt, hier fährt aber jetzt nur noch einer. Das heißt wahrscheinlich hier auch, oder? Oh Mann. Nee. Nee, da waren wir zwei. Da die Strecke ist deutlich länger. Ja. Okay, da habe ich anscheinend mich total, aber die sind total schnell. Die können ja 100 fahren. Ja, so. Das heißt, hier sparen wir jetzt auch noch Geld ein. Und jetzt Verteiler. Hier kommt natürlich viel Brot bei rum. Und ich glaube, hier wollte ich einfach nur einen wegmachen. Du wolltest auch einfach nur einen Treibstoff wegnehmen. Weil der uns Geld kostet, den habe ich nur drangehangen, um die Länge auszugleichen, obwohl es eigentlich gar nichts bringt, weil kostet nur Geld, habe ich gerade gesagt. Lohnt sich nicht, wird nie benutzt. Ich habe nachgeguckt, der wurde noch nicht einmal vollgeladen, der dritte Wagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 1, 2. 3,5 Meter. Auswechseln. Und dann hoffe ich, dass wir mehr Geld machen. Und wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder, wo wir bei den Verteilerlinien vielleicht mehr, also nicht vielleicht, da tun wir ein paar mehr Züge drauf, dass wir wirklich mehr Treibstoff ins Netz kriegen, mehr Zahnräder dann durch die Gegend gebracht kriegen und so weiter, weil jetzt sind wir gerade hier schon am Limit. Und jetzt kommen ja noch in Sachen dann mehr zu. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.